Er ist nicht nur zweifelsfrei der beste Basketballer, den Deutschland je hatte, sondern er gehört auch weltweit zu den besten, die es je gab. Genau deshalb soll er in die Basketball-Ruhmeshalle in Springfield aufgenommen werden. Dirk Nowitzki selbst ist voller Vorfreude und will die Ehrung in möglichst großem Kreis zelebrieren. Für mich ist es das absolute i-Tüpfelchen. Ich freue mich wahnsinnig auf Springfield. Das wird eine Wahnsinnswoche mit Freunden und Familie aus der ganzen Welt. Es kommen über 150 Leute aus meiner Crew, sagt Nowitzki. Der 45 Jahre alte Würzburger wird am 11. August den Ruhmeshallenring erhalten und am folgenden Tag feierlich in Springfield aufgenommen. Nowitzki hat 21 NBA-Saisons für die Dallas Mavericks gespielt und blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn inklusive Meisterschaft im Jahr 2011 zurück. Es ist nicht die erste Ehrung für den Basketball-Superstar. Eine Straße wurde nach ihm benannt. Sein Trikot hängt unter dem Hallendach der Mavericks und eine Nowitzki-Statue vor der Arena.